So, ich darf jetzt alles wieder neu aufnehmen, weil natürlich der Ton nicht geklappt hat. Aber was soll's. Wir sind jetzt in Leipzig angekommen und wir haben bis jetzt noch nicht sehr viel aufgenommen, weil wir einfach fertig sind von der Fahrt. Ich muss mich jetzt auch noch ein bisschen beeilen, weil die Kamera gleich überhitzt. Das ist sehr schön. Letzte Woche habe ich die Kamera noch sehr gelobt, dass sie bei mir nicht schnell überhitzt. Jetzt nach 30 Minuten überhitzt sie. So ist das Leben. Was ich noch kurz zeigen wollte, ist, wir waren heute in einem Einkaufscenter in Chemnitz und dort haben wir, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Pokémon-Karten geholt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Karten. Also ich habe noch nie Pokémon gesehen, ich habe noch nie Pokémon gespielt. Ich habe es mal angespielt, aber noch nie durchgespielt. Aber ich fand die cool und dachte mir so, ich hole mal jetzt mal so ein Set. Das wollte ich mal ganz kurz und schnell kurz teilen. Also wir haben hier als erstes eine Glurak-Karte und ich muss sagen, ich finde die echt cool. Also die ist auch hier, die kann man hier auch ganz schön in so einen Kartenhalter reinstecken. Das finde ich echt cool. Dann haben wir hier noch ganz viele glitzernde Karten. Was ich cool finde, ist, dass die, also dass man in dieser Box auch hier so Folien mitschickt, wo man die Karten quasi reintun kann. Wir haben hier noch ganz, ganz viele Karten. Ich habe es mal nur ausprobiert und fand das cool. Ich finde, die sehen cool aus und die werden im neuen Studio auf jeden Fall Platz haben. Die Kamera geht gleich aus, weil sie überhitzt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Rest in Peace. Heute werden wir zum Hauptbahnhof gehen, denn dort ist ein kleines Einkaufszentrum in dem Hauptbahnhof drin. Dort werden wir uns alles anschauen und im Nachhinein werden wir in die Innenstadt gehen, zum Weihnachtsmarkt und eventuell wartet eine kleine Überraschung auf mich dort. Wir waren jetzt im Leipziger Hauptbahnhof drin und dort haben wir ein bisschen rumgeschaut. Wir haben gerade Sonntag und leider sind nicht alle Läden offen. Aber wir gehen später nochmal rein, weil die machen so um zwischen 13 und 18 Uhr machen so die meisten Läden auf. Und ja, da gehen wir später nochmal hin. Jetzt gehen wir, glaube ich, in die Innenstadt. Dann schauen wir, was wir dort machen. Ne? Das hier ist unser Hotel. Ein sehr schönes, kompaktes Hotel. Ja, ist direkt gegenüber vom Bahnhof und eigentlich fast so gut wie in der Innenstadt. Also man kann hier alles zu Fuß erreichen. Reaktion gesehen habe, mag ich keine Riesenräder. Es könnte daran liegen, dass ich eine kleine Höhenangst habe. Jetzt geht es aber weiter mit dem Hauptbahnhof von Leipzig. Super ungesund heute. Morgen am Tag 2. Wir haben jetzt gerade 7 Uhr, denn wir haben einen frühen Termin in der Herzklinik von Leipzig. Aber danach startet der Tag bei uns richtig. Bye.
ihr gesehen habt, gab es nicht so richtig einen Tag 2. Das lag einfach daran, dass es meiner Frau nach dem Termin nicht gut ging. Wir haben den Rest des Tages im Hotel verbracht und sind abends noch draußen gewesen, wie ihr gesehen habt. Manchmal passieren einfach Dinge, die man nicht einplant. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, lasst einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Heute ist der andere dran. Wow. Nein, das ist nicht zu fressen. Das ist nicht zu fressen. Nein.